Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu Let's Play Tomb Raider. So, ich verfolge jetzt mal eine neue Strategie. Ich habe mich mal was schlau gemacht im Netz. Das bedeutet, ich habe mir keinen Let's Play oder so angeguckt oder ein Walkthrough. Ich habe mir einfach mal ein Forum durchgelesen. Ja, sowas soll es noch geben. Ich habe jetzt kapiert, warum ich da durch muss. Und wieso da andauernd Gegnerhorden hier kommen. Ja. So. Das heißt, das Spiel hat ab einem gewissen... Scheiße. Ab einem kleinen gewissen Punkt ein... Wie nenne ich das? Ein random... Ja, wie kann ich das nennen? Ein random Verfahrenssystem, das halt neue Gegner projiziert. Und ich muss jetzt hier erstmal in den Dings. In den Helikopter rein. Weil damit löse ich was aus. Moment. Also. Komm schon, Mädchen. Geh hier rauf. Nein. Wieso? Wieso gehst du da nicht rauf? Hä? Oder es war der falsche... Moment, hier war doch irgendwo noch was. Ich glaube da vorne, oder? Ne, da will sie nicht rein. Warte mal, muss ich die Kiste bewegen? Das kann natürlich sein. Na. Nein, willst du nicht? Lara. Ey, jetzt. Nee. Doch, da vorne ist so eine Ladeluke. Genau da muss ich rein. Kann sein, dass wir da herkommen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Nö. YOLO? Warum komme ich da nicht rein? Doch, von da kam eine Ladeluke. Doch, klar. So, ist alles richtig, genau. Das ist das Lager. So. Jetzt müssen wir von da... da oben rauf. Das ist soweit auch richtig. Soweit ist das auch verstanden worden. So, man darf jetzt nur einen Fehler nicht machen. Und sich jetzt hier falsch bewegen. Man hört sie schon wieder. Die Schweine. Hopp. Gut. Soweit auch korrekt. Ja. Nicht zu tief. Da kommt jetzt nämlich das scheiß Problem. Da ist Stacheldraht. Müssen wir darum. Oh mein Gott. Gut. Ihr seht, es kommen noch keine Gegner, weil wir hoch genug sind. Oh oh. Nein, da war was zwischen. So. Ich stehe jetzt hier ehrlich gerade auch unter Anspannung, weil es echt hardcore ist, das Level. So. Soweit alles klar. Lauf. Nein. Eieiei. Hier ist jetzt ein Grab, ne? Genau. Da ist was. Noch eine Opferung. Mein Gott. Dazu. Ich habe keine Ahnung, Lara. Kannst du jetzt hier rein? Nö. Mach mal den Blick an. Nee, da ist auch nichts. Ist also soweit erstmal okay. Wir müssen jetzt hier weiter. Und jetzt hier aufpassen. Ja, warum die Demo da jetzt immer stoppt, weiß ich nicht. Ah, verdammt. Wir sind genau wieder einen Schritt zu weit gegangen. Ab hier kommt die Hölle los. So, das ist soweit okay. Es passt. Ganz locker jetzt hier bleiben. Einfach ruhig hier jetzt bleiben. Und die Leute alle umknallen. Aber mit Bedacht. Also nicht durchdrehen oder so.
sondern einfach ganz locker. Ja, ich weiß, da kommt jetzt noch einer. Ja. Gut. Ganz ruhig jetzt bleiben. Wir haben auch keinen Stress oder so. Ist alles noch easy. Take it easy, Bruder. Ah, von der Entfernung verfehlen die nämlich meist. Meist, habe ich gesagt. Ist auch keine Gefahr gewährleisten, dass es nicht so ist. Verdammt. Mir geht so aber die Munition aus und das ist das Gefährliche. So. Okay. Muss mal gucken, dass es hier nicht doch irgendwo einen Trick gibt. Auf jeden Fall sind wir in einer sehr guten Stelle, wo keiner hinter uns geraten kann. Bams, einer down. Der nächste. Und da ist noch einer kaputt. Mit einem Kopfschuss. So. Soweit okay. Die Musik ist aber noch immer da. Bedeutet, jetzt kommen noch mehr. Von irgendwo. Bisschen weiter nach vorne. Nur ein bisschen, nicht viel. Jetzt müssen wir halt gucken. Von wo kommt der Pfeil? Nicht, dass die hinter mir kommen. Wisst ihr, das ist halt das Problem. Da, der kommt. Von wo? Da, von da oben. Okay. So, einfach mit dem Pfeil jetzt einen Headshot verpassen. Ganz ruhig, wir haben Zeit. Wir haben echt Zeit. Haha. Hört ihr das? Hört ihr das? Die Musik ist weg. Bedeutet, wenn jetzt nichts schief geht, kommen die auch nicht nochmal wieder. Hört ihr das? Haha. So einfach war das eigentlich. Hä? Komm schon. Ah, es klemmt. Überlebensinstinkte. Der Stoff sieht entsetzlich aus. Na? Ihr habt verstanden, was jetzt hier gerade abging. Passt auf, ich erkläre es euch mal. Wenn ihr hier gerade lauft, dann hat das Spiel einen, sagen wir, internen Counter. Dass halt immer neue Gegnerhorden projiziert werden. Ihr hättet allerdings, sagen wir mal, 10 Gegner oben ausschalten müssen. Ganz locker, ganz easy wie gerade. Und wenn dann diese Glocke ertönt, dann könnt ihr erst weitermachen. Also, bis ich das jetzt mal herausgefunden habe, meine Fresse. Und das ist alles, was wir machen müssen. Mehr nicht. Jetzt kommen wir gleich hier durch. Keine Gegnerhorden mehr. Lustig, oder? Tut mir leid für die Leute, die so lange auf Tomb Raider warten mussten, aber ich war echt aggro drauf. Aber meine Fresse. Konnte ja keiner ahnen, dass es so leicht ist im Grunde. So, hier haben wir jetzt auch ein neues Lager. Holla, die Waldfee. Oh, das alte Tor. Null Fähigkeitspunkte ist halt nicht sehr schick. Wenig Munition. Was auch nicht sehr toll ist. Müssen wir halt jetzt echt mal ein paar Sachen finden. Was ist los? Und da kommen halt immer wieder neue jetzt. Wir müssen jetzt hier echt gucken. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber wir werden das schon schaukeln, das Ding. Müssen mal gucken, wir müssen dahin. Ich achte jetzt auf jeden Schritt, den ich tue. Weil das Spiel speichert auch schon wieder. Bergungsgut ist immer wichtig. Nur so können wir hier überleben. Oh oh. Opferung. Bah. Wie können die so leben? Bah. Echt blutiger Morast. Ekelhaft. Oh mein Gott. Pest. Die Pestdemo wird andauernd gestoppt. Hey. Was? Was geht denn jetzt ab? Meucheln die sich da gerade selber? WTF? Moment mal. Was? Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm raus! Wir müssen die anderen holen! Okay. Mist.
Ist ja gut, Grim. Aber ich weiß nicht, wie. Moment. Überlebensinstinkt. Erstmal hier Pfeile. Ist ja gut, Mann. Bleib doch mal big cool, Alter. Echt. Zündet sie an! Outsiderin! Keine Chance, ihr Schwein. Was denn jetzt? Oh oh! Shit, Mann, die nächste Gegnerwelle. So. Jetzt kann ich das da nämlich abfackeln. Das ist viel leichter. Ich werde die jetzt auch mal benutzen. Na komm. Okay, ich glaube, er fackelt. Das ist sehr gut. Der da oben. Komm schon. Ich kriege ihn nicht. Ja, doch. Ich habe ihn. Hier können wir jetzt gucken, dass wir das so machen. Ich muss gucken, wer die Dynamitstangen da wirft. Das ist der Kollege. Aber ich habe ihn nicht am Kopf getroffen, anscheinend da oben. Ah, verdammt. Damn you. Ich treffe ihn, glaube ich, nicht so richtig. Moment. Doch, jetzt. Ah, okay. Jetzt kommt der Boss. Oh. Oh. Da, der ist schon mal down. Oh, oh. Komm schon. Alter, ich geb dir einen Header. Warte, warte. Komm her. So. Jetzt müssen wir halt hier echt aufpassen, dass die jetzt nicht alle kommen. Wir müssen die mit den Pfeilen attackieren, aber ich weiß auch nicht, der hier muss zuerst da oben weg. Erst dann können wir es machen. Shit, Mann. Es kommen zu viele wieder. So, einmal, zweimal. Gut. Eieiei, wenn das jetzt mit den Pfeilen nicht so eng bemessen wäre, da kommen nämlich andauernd neue. Bams. Down. Shit. Raubtier freigeschaltet, okay. Schöne Nummer. Ah, jetzt hat es gerade gelackt. Weiß zwar nicht warum. Ah. Nein, was geht denn jetzt ab? Alter. Down. Ich glaube, hier passiert gerade zu viel auf dem Bildschirm. Naja. Geht down, geht down. So. Gut. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffen wir. Ich glaube jetzt. Da. Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt. Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay. Schon unterwegs. Schon ist ja gut, ne? Anlage zur Frachtbeförderung da oben. Soweit gut. Durch das Ereignis kommen jetzt natürlich auch keine neuen Gegner. Bullshit. Wie komme ich dann da oben rauf? Denn da oben, da ist ja Stacheldraht. Der macht Aua. Das habe ich ja kapiert. Ich probiere jetzt einfach mal hier runter. Was ist hier? Ein reißender Fluss. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, die bleibt darin feststecken. Ne, ich sehe so nichts da. Ja, scheint so echt gut voranzugehen. Nein. Moment. Also ich muss zu Grim, ne? So. Komm noch einfach auf die Kiste da. Ist doch easy. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wartet mal.
Also Gegner können jetzt auf jeden Fall, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr kommen. Die Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir brauchen unbedingt Dings-Munition. Ja, du bist ja witzig. Wie komme ich denn da rauf? Ach so, sie kann sich doch da dranhangeln, oder? War da nicht mal was? Ja, genau. Sie kann sich da dranhangeln. Mein Gott. Was eine Aufregung hier. Ich muss halt immer wieder aufpassen, ob hier nicht irgendwas ist. Was ist hier? Na komm. Was ist das denn? Neue Herausforderung für LP. EP, okay. Ach, Alarm deaktiviert. Ah. Ja, ich sehe den Pfeil, Mann. Aber ich... Muss ich da? Und jetzt hier? Ah, okay. Na gut, Leute. Das Let's Play ist noch immer blind. So, sieht echt schön aus, der Sonnenuntergang. Ja, es kann manchmal so einfach sein. Aber manchmal auch dann nicht, ne? Ist halt so. Und schauen wir mal. Und da ist Stacheldraht überall. Nee, lass los. Da ist überall Stacheldraht, wie... Achso, ich soll darauf. Okay. Lass mich raten, die Kiste, ne? Nee. Ich muss zuerst hier lang. Nee. Musste ich nicht. Bullshit. Moment. Ich muss... da lang. Doch. Ich muss hier auf die Kiste. Und im Regelfall müsste die Kiste... Achso. Ah, okay. Verstanden. Shit. Wie hat der mich denn jetzt gefunden, der Drecksack? Ey. Wie kommt denn das Dynamit dahin? Wie hat er das denn jetzt rausgefunden? Ah. Ist klar. Komm schon. So. Down. Moment, das Teil hier, ne? Ich glaube, das hat weg muss. Moment. Ja. Down. 2 von 4 Alarmen deaktiviert. Okay. Ich glaube, das wird ein bisschen längerer Part, Leute. Ich habe jetzt gerade keine Lust zu cutten. Moment, wir können da oben hoch. Oh, kommt hier noch einer? Ja, sieht nicht so aus. Würde ich mal sagen, wir können jetzt hier lang. Okay. Bams. Und da ist noch einer. Ah, shit. Wird jetzt natürlich nicht so leicht. Weil die jetzt... Ey, von wo kommt der denn? Ist der dumm? Oh Gott. Komm schon. Gut. Nein. Nein. Ah, damn you. Nein, das Feuer. Shit. Ja, los. Komm schon. Gut, ich hab ihn. Nein, ich hab ihn nicht. Ganz ruhig bleiben. Lara. Komm. Ah, ich treff ihn so nicht. Ich treff ihn so nicht. Ah, und dann halt so. Ich hab ganz wenig Pfeile nur noch. Boah, ist das hardcore. Ich habe auch so keine Waffen. Nur ein paar Shotguns. Shit, echt. Ja, oh, da kommen ja noch mehr. Ja, komm schon, echt. Ich habe auch keine Granaten oder so.
Du hast halt nur deine Schusswaffen. Ja, das war dumm. Ja, Leute, ihr habt gesehen, wie das hier jetzt läuft. Ja, würde ich mal sagen, wir beenden hier den Part. Ist echt hart. Also mein Kommentar leidet auch gerade ein bisschen drunter, weil es wirklich anstrengend ist, die Passage. Aber wir kommen wenigstens weiter. Bis dann, euer Let's Play E-Gamer.